Fanny Kim-Völmli. Die Heidi, das Jahr beim Heidi-Musical. Jetzt hat es schon diverse Vorstellungen gehabt. Wie ist es bis jetzt gelaufen aus deiner Sicht? Ganz erfolgreich, würde ich sagen. Es macht unglaublich viel Spass. Und wir hatten ein bisschen Regen gehabt, aber auch ganz viel Sonne. Und alle Wetterstimmungen haben ganz viel Freude gebracht. Was war für dich jetzt ganz besonders? Gibt es etwas, was speziell war irgendwann oder irgendetwas immer wieder speziell ist? Etwas, was natürlich immer speziell ist für mich, ist all das Feedback, das von den Zuschauern kommt. Von dem, ja, das wird irgendwie nie etwas Selbstverständliches. Es ist mega schön, dass kleine Kinder sowohl als auch ältere Leute auf mich zukommen und sagen, wie fest ich sie berührt habe und wie viel Freude ich ihnen geben konnte. Und das ist natürlich etwas Spezielles. Und die Kinder sehen dann eben das Heidi, was es vielleicht aus der Geschichte kennt, zuerst mal. Und dann, du bist dann lebenslang für dich eigentlich die Heidi, oder? Ja, ich hatte letztes Mal ein Kind, das mich gefragt hat, bist denn du das echte Heidi? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin das echte Heidi. Dann hat sie gesagt, ich habe dich aber nicht im Heidi-Dorf gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerade da unten, aber nach der Show gehe ich dann wieder rauf. Dann sind wir schon bei nach der Show. Also Ende Juli ist es fertig hier in Wallenstadt. Was gibt es danach für dich? Ich habe ein Engagement in Deutschland. Ich gehe nach Stuttgart. Was genau das ist, darf ich noch nicht sagen. Aber man kann das dann auf allen sozialen Medien und so verfolgen. Und irgendwann ist in den nächsten paar Monaten kommt dann das auch raus. Aber du bist, glaube ich, nicht nur als Musical-Darstellerin unterwegs, sondern auch als Sängerin. Was machst du genau? Ja, ich habe ein Solo-Musikprojekt unter dem Namen Kim Decker mit Doppel-K. Und am Freitag ist jetzt gerade meine erste Single rausgekommen. Und ich gehe jetzt im August dann nochmal in die Berge mit einem Produzenten und einem Musiker. Und dann machen wir noch mehr Songs. Und ja, mich fasziniert irgendwie auch der Prozess von etwas kreieren und nicht nur interpretieren, wie man beim Musical vielleicht ein bisschen mehr macht. Kommt mir jetzt ein bisschen der Traufer in den Sinn, der ist auch mit seiner Crew irgendwo in eine Alphütte aufgegangen, hat ein ganzes Album gemacht. Muss man sich das irgendwie in dieser Richtung vorstellen? Oder ist es mehr Singer-Songwriter-Camp? Ja, nein, es ist schon. Ich tue Songs eigentlich im Vorhinein schreiben und nachher geht es wirklich darum, die Songs zu produzieren und zu arrangieren. Mhm. Und ja, es hat einfach in den Bergen ist einfach eine schöne Ruhe und irgendwie kann man sich dort auf das fokussieren, ein bisschen Abstand nehmen vom Alltag, von der Realität und von der Nervosität vielleicht vom Alltag. Und ja, die Ruhe braucht es irgendwie, um meiner Meinung nach wirklich kreativ können sein und der Musik den Raum zu geben. Kommt dann auch ein bisschen Heidi-Feeling auch in deine Musik rein, irgendwo, so mindestens von den Ideen her oder von den Gefühlen her? Ja, also ich denke schon. Es ist sehr, das Genre geht so in die Richtung Indie-Folk-Pop. Mhm. Es ist sehr akustisch. Es soll alles so sehr auch an meine Wurzeln orientiert sein und so naturgerichtet. Und ich denke, das sind alles auch Attribute, die sich mit dem Heidi auch sehr verbinden. Du hast gesagt, du gehst nachher noch auf Stuttgart. Stuttgart ist auch so eine bekannte Musicalstadt, wie quasi Hamburg oder Wien oder München. Da kann man aber noch gerne nichts sagen oder so. Ist es ein Musical oder so? Ja, es ist ein sehr grosses Musical. Es geht in die Richtung Disney und es ist ein sehr langes Engagement. Und ja, ein grosser Traum für mich geht in Erfüllung, das kann ich sagen. Aber wir dürfen jetzt halt leider noch nicht verraten. Wir wünschen dir alles Gute in Zukunft und jetzt für den Abschluss hier beim Heidi Musical auch noch alles ganz Gute und schöne Erlebnisse. Danke, viel, viel mal.